Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von East Shade. Ja, wir gehen weiter. Wo waren wir? Wir haben den verlassenen Turm gefunden, also erkundet und erfahren, dass der Architekt von Lindo hier oben gehaust hat. Also es war kein Geist, liebe Leute. Ja, machen wir weiter. Nächste Aufgabe wird es sein... Keine Ahnung. Schauen wir mal. So. Okay, dann müssen wir Wiesenkräuter mitnehmen. So, denn es wird frostig, liebe Leute. So, gehen wir weiter. Wir werden ein bisschen Federn sammeln. Vielleicht bekommen wir irgendwo Federn her. Hier ist eine. Haha. Da rede ich gerade von Feder. Und ich bekomme eine. Ja. Haben wir schon zwei oder drei Schimmersteine dadurch. Wenn wir das verkaufen an den lieben Buchleser. An den Yunus. So. Ah, hier ist ein Stock. Kann man dann. Ja, hier ist ein Stöckchen. Was man aus dem machen kann, weiß ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht. Hier haben wir Wurzeln. Feder. Wurzeln. Da haben wir wieder ein Stöckchen. Wird schon wieder hell? Nein. Wir haben noch genug Zeit zum Looten. Das werden wir natürlich tun. So. Also, was haben wir noch für eine Aufgabe? Architekt von Lindo. Ich habe den Architekten Assad getroffen und ihm von dem Buch, das über seine Arbeit geschrieben wurde, erzählt. Er scheint mit einer eher kühle Persönlichkeit zu besitzen. Er scheint mir eine eher kühle Persönlichkeit zu besitzen und hat mich gebeten, seinen Turm zu verlassen. Gut. Wir werden natürlich mit allen anderen jetzt reden. Was ist mit ihm los? Ich habe da nichts zu sagen. Verschwinde einfach. Der blöde Esan. Ich hasse diesen Menschen so wie die Pest, wirklich. So. Gehen wir ins Gasthaus einmal. Oder gehen wir hier runter, weil wir jetzt noch eben warm gehalten werden durch den Tee, den wir getrunken haben. Wenn Annabelle die Meere doch noch bereisen könnte. Nur einmal, wie grausam kann diese Welt sein? Ja, sie leidet sehr. Das verstehe ich auch irgendwie. Kannst du nicht ein anderes Schiff bekommen? Blasphemie! Hast du denn kein Mitleid mit den Trauernden? Oh. Ja. Es ist natürlich ganz bitter. Ich habe aber noch ein paar Fragen an dich. Thema wählen. Architekt von Lindo. Warum glauben eigentlich alle? Also, das habe ich schon gelesen. Okay. So. Gut, hier haben wir nichts. Gehen wir ins Gasthaus. Die innerliche Wärme des Tees lässt jetzt schon nach, wie ihr seht, auch an dem Balken links unten. So, der Tee ist weg. Wir werden jetzt etwas... Wo ist die Leiter? Dann da geht es weiter. Leute. Wir werden uns jetzt hinlegen. Und schlafen bis in der Früh. Wir rasten. Liebe Leute. Etwas Wasser. Wasser ist immer gut, liebe Leute.
Denn viel trinken, mindestens 2 bis 3 Liter am Tag. Architekt von Lindo, aktualisiert. Sehr gut. Hier haben wir nichts. Die reden gerade miteinander. Was sagt uns dieser Koffer? Thema wählen. Ach, der verlassene Turm. Ich habe ihn nicht gesehen. Er ist Teil von Atlanta, also bestimmt auch nicht. Bestimmt auch nicht sehenswert, da habe ich schon mal gelesen. Architekt von Linda. Ich habe von ihm gehört. Ein furchtbarer Mann. Nimmer wiedersehen. Ja, okay. Zurück brauchen wir nicht. Bis später. Haben wir schon gehört. Ich habe gedacht, er kann uns was Neues sagen. Wo ist jetzt? Ah, sie ist hier. Von der salzigen Seeluft kann ich nie genug bekommen. Thema wählen. Der verlassene Turm. Okay, das haben wir schon gesehen. Architekt von Linda. Dieser arme Mann. Er hatte ein recht schroffes Auftreten. Nichts als sozial, weißt du. Aber ich glaube, dass er Leute damit beleidigen wollte. Ja, das habe ich schon gehört. Okay, zurück. Wir sehen uns später. Ja. Liebe Sanja, kannst du mir was erzählen? Thema wählen. Architekt von Linda. Okay, haben wir schon gehört. Bis bald. So, wer kann mir was... Wo ist der Architekt von Linda? Wer kann mir was über ihn erzählen? Der muss ja irgendwo hier sein jetzt, ne? What Isan did to you is downright uncivilized. But I'm not a bit. Ich habe ihn vielleicht provoziert. Oh, das bezweifle ich aber. Dieser Mann ist einfach ein Tunichtgut. Ich danke den Sternen, dass Alia wenigstens Lena mit dem... Ah, okay. Gut, sie kann uns auch nichts Neues erzählen. Wer bist du? Okay, mit dir kann man nicht reden. Gut, liebe Leute. Also, da dürfte jetzt nicht da sein im Moment. Schauen wir rauf einmal zum Pavillon. Okay, sie spielen hier. Das kann ich abpflücken, oder? Nein. Das kann ich hier nicht abpflücken. Die Vögel sind festgepackt, seht ihr das? Oh mein Gott. So. Schauen wir mal hier hin. Ich werde ein paar Federn verkaufen. Hier haben wir Wurzeln. Hier ist der Leser. Hier ist Yunus. Hi Yunus. Federn verkaufen. Fünf Schimmersteine habe ich von ihm bekommen. Für 5 Federn. So, kannst du mir was sagen? You don't look like you're from around here. I'm the sheriff of the island. Hast du hier viel zu tun? Ich habe Gerüchte über Esan gehört. Nein, hast du hier viel zu tun? Ja, das hat er schon. Zurück. Bis später. Gut, haben wir schon alles gelesen. Schau, der Fischer. Danke nochmal für das Bild. Gut, er kann uns nicht mehr sagen. So, Leute! Schimmersteine bezahlen und ich kann die Brücke überqueren. Seht ihr? Jawohl. Der Weg nach Nava. Schauen wir, was wir hier bekommen können. Das ist ein Stock.
So. Dann gehen wir weiter. Ah, hier haben wir was Schönes. Ein Buch. Ein Wegweiser durch Eastshades Botanik. Dritte Ausgabe. Crassula natantis, gemeinhin Blütenbeutel als Blütenbeutel bezeichnet, ist in der Lindo-Region von Eastshade einheimisch. Die Blüten des Blütenbeutels sind komplett geschlossen und gefüllt mit einer Mischung aus Luft, zähflüssigem Harz und Samen. Ausgewachsene Blüten fallen zu Boden und brechen auf. Dabei werden die Samen verteilt. Nach korrekter Verarbeitung kann das Harz als Blütenbeuteltee konsumiert werden. Die Haut der Blüten verhärtet sich nach dem Ernten, wodurch sie sich hervorragend als Schwimmkörper verwenden lassen. Cool! Das gefällt mir. Hier haben wir etwas Holz. Wer ist hier da zu Hause? Onurs Haus. Ja, haben wir einen neuen Ort entdeckt und somit weitere Punkte bekommen. Diesen Stoff können wir nicht nehmen. Hier ist niemand zu Hause. Ha, hier haben wir Stoff, eine Kerze und wieder weitere Bretter. Sehr gut, aber da können wir nicht mehr machen. Gut. Gehen wir weiter. Hier ist jemand. Wer bist denn du? Der Owner? Ja. Oh, hallo. Pass auf, dass du nicht auf die Pflanzen trittst. Nein. Was kann ich für dich tun? Was treibst du so in Eastshade? Ich verbringe viel Zeit damit, neue Pflanzen zu studieren und zu dokumentieren. Gestern habe ich eine neue Art von Seerose entdeckt. Glaube ich. Thema wählen. Lindo. Erzähl mir was über Lindo. Wir haben hier eine hohe Pflanzendiversität und ich kann importierte Tees immer aus dem Lagerhaus bekommen. Außerdem gibt es hier viel mehr wilde Blütenbeutel als woanders. Nava? Ob du es glaubst oder nicht, aber ich war noch nie dort. Ich weiß nicht, ob Bojan der ganze Rummel gefallen würde. Verlassener Turm. Ich gehe dort gern spazieren. Es ist schön, ab und zu mal Meeresluft zu schnuppern. Architekt von Lindo. Soweit ich weiß, hat er Lindo vor langer Zeit verlassen und ist nie wieder zurückgekehrt. Leider haben wir uns nicht so gut verstanden. Okay. Zurück. Bis dann. Was? Furt? Wo geht er hin? Er geht fort. Liebe Leute. Es ist so eine schöne Aussicht, liebe Leute. Ich könnte mir eine Leinwand machen, aber ich möchte jetzt noch nicht. Schauen wir mal, was sie so im Rucksack haben. Bretter 3. Also wir könnten eine Leinwand machen, weil wir brauchen zwei Bretter für eine Leinwand und zwei Stoff. Und wir haben da genügend für ein Brett, für eine Leinwand zumindest. Das heißt, wenn ich noch ein Brett dazu finde, könnten wir sogar schon zwei Leinwände machen. Ja! Natürlich. Zwei und zwei ist vier. Und wir haben drei. Gut. Wir könnten das machen. Will ich aber nicht. Liebe Leute, das war's mit diesem Video schon, mit dieser Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich gehe mich ein bisschen warm halten in dieses Hütchen hier rein. Ah, schönes Lagerfeuer, liebe Leute. Sarah, vielen Dank fürs Zuschauen. Immer Wasser trinken, ganz wichtig. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Macht's das gut. Game over und ciao.